Lieber Heini, liebe Frau Luise, liebe Birgit, Marlene und Helga, vor allem Frau Maggie, verehrte Ehrengäste, verehrte anwesenden Damen und Herren, ich möchte ganz besonders auch die Freunde aus Nordtirol begrüßen. Wir freuen uns, dass auch ihr an unserer Freude teilnehmt und dass auch ihr gekommen seid, so mit uns dieses Beispiel zu feiern. Ich glaube, Gott, die Familie Dorfer und das vor allem auch deine Mutter und schon dein Vater, wo du hast das Wort geführt mit deinen Geschwistern. Ihr habt gesagt, wir müssen heute in die Zukunft schauen, wir müssen irgendetwas tun. Und ich glaube, wenn man heute dein Hotel oder deine Hotels kennt und weiß, was früher da gewesen ist, so muss man sagen, dass du wirklich keine Mühe gescheut hast, dass du an die Zukunft geglaubt hast und dass du vor allem auch hergehst und die Zukunft mitgestalten möchtest. Wenn heute 6 Hotels da stehen mit 350 Betten und auf der anderen Seite die ganzen Einrichtungen, die du geschaffen hast, im sportlichen Bereich, wir brauchen nur hinunterzuschauen, du warst halt der Erste, der halt den Golfabschlagplatz gemacht hat. Du warst derjenige, der halt eine ganze Menge, ich glaube 10 sogar, entsprechende Tennisplätze geschaffen hat. Du warst derjenige, der sportliche Einrichtungen geschaffen hat, der auch die Reitanlage gemacht hat und so weiter. Ich glaube also, du hast wirklich eine ganze Menge investiert. Und das ist wohl der Beweis, wenn du mit diesen 350 Betten, wie ich gelesen habe, 80.000 Übernachtungen hast im Jahr, so weiß jeder, dass dein Angebot auch angenommen wird. Und ich möchte auch allen hier Anwesenden recht herzlich danken für den Applaus, den sie gegeben haben, als es geheißt, wir haben keinen Beitrag bekommen und wir haben auch keinen gefordert. Ich habe mich noch über keinen Applaus so gefreut wie über diesen. Und ich bin überzeugt, wir werden in Zukunft auch dem Kollegen Musner bei der Erstellung des Haushaltes einige Leute irgendwie mit einbauen, die versuchen, auch im Verkehrssektor zu investieren, damit er mit weniger Geld auskommt. Und ich möchte dir deshalb, lieber Heini, für diese Weitsicht, für diese Bereitschaft, für diese Investition aufrichtig danken. Ich glaube, es war eine Investition für deine Familie, war eine Investition für deinen Betrieb, war eine Investition für deine Gäste, war eine Investition für viele Verkehrsteilnehmer und ich glaube letzten Endes auch für unser Land und für die gesamte Bevölkerung. Deshalb möchte ich dir aufrichtig danken und möchte dir wünschen, dass sich diese Investition, die du hier getätigt hast, auch irgendwie bezahlt macht, in der Form, dass die Leute noch lieber hier in dein Haus kommen, wo eine nette, gemütliche, familiäre Atmosphäre da ist, wo vor allem auch die Strukturen da sind, sei es hier Freizeitgestaltung, aber auch für Übernachtungen und so weiter. Ich bin überzeugt, du wirst auch weiterhin eine Visitenkarte, ein Aushängeschild für unseren Fremdenverkehr und für unser Land sein. Deshalb alles Gute.